Ich weiß. Jetzt bin ich immer zurück zu House of Asses hier. Asses. Asses. Ganz dünnes Ass. Arsch. Okay, jetzt beruhig dich. Gut. Wir müssen ernst sein, wir müssen überleben. Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Verdammt. Kallus hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Tut mir leid, Eric. Wirklich. Ah, Eric. Genau, Eric heißt er. Du hast alles für diese Forschung gegeben. Mehr als du vielleicht glaubst. Gib dir nicht die Schuld. Ich geb dir die Schuld. Nein. Ich lerne was draus. Ich werde mich beim Neuprogrammieren noch mehr bemühen. Ist das eigentlich Ashley Tisdale? Ja. Haben wir letztes Mal schon gesagt. Glaubst du, ich schaff's nicht? Ja. Glaubst du nicht an mich? Das ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Shit, was ist das? Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Oh, war ja. Das sieht nach Archäologie-Zeugs aus. Diese Ruine wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Oder alles andere, was hier unten ist. Der geht noch? Bestimmt. Braucht nur Benzin. Dann suchen wir mal. Das hatten wir ja in der Demo, ne? Ja, genau. Ich muss, glaube ich, einmal raustappen. Es kann sein, dass kurz pausiert. Ja, weil bei mir hier irgendwie was sich in den Vordergrund geploppt hat, was nicht in den Vordergrund gehört. Mhm. Und dann können wir auch direkt weitermachen. Du bist, glaube ich, auch noch nicht. Hast du das Spiel gewechselt? Du bist noch immer auf das Chatting. Ja, dafür müssen halt meine nicht unbezahlten Mods müssen auch mal arbeiten. Also es reicht mir langsam auch. Verstehe ich. Also ja. Gut, dann ist das so. Ja. Gut. Jo. Passt. Genau. Dankeschön, Thorsten, für die 100 Bits und Hallöchen an alle, die gerade reinkommen. Ein wunderschön. So. Alter, es ist so dunkel. Vielleicht haben die Piloten was gesagt. Wenn einer überlebt hat. Hier glänzen überall Dinge. Ich würde mal das hier anklicken. Jo. Pass auf dich auf. Das ist MG, ne? Hast du was gesagt? Nein, nichts. Eric, schau mal hier. Was macht ein Maschinengewehr hier? Chillen. Es ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Aus der Zeit, als die Archäologen hier waren. Ja. Sieht schon krass aus. Ja. Ja, ich denke nicht, dass wir da. Ich glaube auch nicht, dass wir damit irgendwas machen. Hoffentlich kriegen wir das Ding an. Ich guck mir gerade was an. Mhm. Gang. Mach gerne. Der Kampf war nicht ohne. Oh, hier ist noch was. Hier ist noch was. Ich bin so schlecht im Gehen hier. An alle, hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over. Over. Okay, ich verstehe nicht genau. Ist das Wasser oder? Unglaublich. Da war gerade ein Geheimnis. Ein Dynamitbündel mit heimlich entfernten Zündern. Jemand hat die Ladungen sabotiert, die von den Archäologen rund um den Tempel platziert wurden. Ja, Pia, du darfst diese Sachen nicht aktivieren, weil dann ist für mich immer Pause. Leider. Wenn du auf RB drückst, wenn da was angezeigt wird, dann... Ach so. Immer Pause für mich. Ach so, tut mir leid. Ist leider ein bisschen blöd gelöst bei dem Game. Du kannst dir das leider... Also, zumindest kannst du es nicht angucken, ohne dass ich... warten muss. Tut mir leid, ich wollte das, also dann, sorry, halte ich meinen Schnauzen. Nächstes Mal. Tut mir leid. Sorry. Diese krasse Skulptur hier, die sieht heftig aus. Was ich nicht so ganz verstehe, also... Ja?
Sieht für mich ja schon sehr ägyptisch aus. Ne? Gehörte Irak zum ägyptischen Reich mal oder so? Großes so lange unentdeckt bleibt. Ich glaube, dass diese ganzen antiken Sachen alle sich relativ ähnlich anschauen, halt für so Laien wie uns, was so, also in der damaligen Zeit, wenn man sich anschaut, du hast ja in Südamerika hast du ja Tempel, die sehen einfach aus wie die Urwaldversion von ägyptischen Pyramiden mit Stufen. Ja, ja. Deswegen, ich habe okay, hier ein Zettelchen, ich würde den vorlesen, wenn das für dich passt. Jo. Der Fluch von Akkad von Aline Journon. Gelehrte betrachten den Fluch von Akkad als Fiktion, eine Lehrgeschichte, die die Sumerer dazu brachte, Hungersnot, Schicksal und die Launen der Götter zu ertragen. Die Entdeckung dieses großen Tempels deutet jedoch auf eine neue Wahrheit dahinter hin. In der ursprünglichen Geschichte wendet sich der Gott Enlil gegen König Naram-Sin von Akkad. Zuerst ist der König fromm und reumütig und bittet um Antworten. Aber nach 7 Jahren der Stille seitens der Götter beschließt Naram-Sin, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er stellt eine Armee auf und marschiert in die Stadt Nippur ein, um Enlils Tempel zu plündern. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil, der tosende Sturm, die Götter gegen Naram-Sin wendet und die Gutea entsendet, um Akkad dem Erdboden gleichzumachen, Bauernhöfe zu zerstören und die Menschen mit Hungersnot zu peinigen. Das ist ziemlich grausam. Du kriegst 7 Jahre keine Antwort und dann willst du dich trennen und dann sagt deine Ex einfach, okay, stirb. Hm. Ich habe meanwhile auch noch ein Foto gefunden hier von den Leuten, die hier gearbeitet haben. Ich sehe nichts. Da hinten in der Ecke noch nicht, ne? Hier ist nochmal Dynamit wahrscheinlich. Sagt er jetzt oder so. Was meinst du? Die sind scharf gemacht. Sie wollten den ganzen Tempel in die Luft jagen. Hm. Warum nur? Also. Wenn. Vielleicht wär's schlauer gewesen, da hinten rauszuklettern. Wenn vor uns schon jemand hier war, gibt es sicher einen anderen Weg raus. Das ist nicht die logische Konsequenz davon, nein. Wenn vor dir jemand in ein Loch gefallen ist und du weißt nichts von dem Loch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da nie jemand rauskam. Rachel, hilfst du mir mit diesen Kanistern? Ich sag's ja nur, ich will jetzt nicht Spielverderberin sein. Die Leute von der Expedition zu den Monstern mutieren. Oh. Es gibt noch keine Tote, also von den Hauptcharakteren, glaube ich. Wie geht's deinem Bein? Bein? Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Nicht. Das war meine Schuld. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Der Unfall war nicht deine Schuld. Na komm, packen wir's an. Eieiei. Leuchte mal den Tank an. Ah, Scheiße. Die fängt gleich an zu singen, ich sag's dir. Was ist? Der Schlauch ist kaputt. Heißt Gold, ja, ist geil. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Hast du's? Ich hab's. Können wir jetzt reden? Dankeschön, Rafa. Seegucke. Worüber denn? Dankeschön für den Sub. Du sagtest, wir könnten reden, wenn wir Zeit haben. So wie es aussieht, sind wir jetzt allein. Mann, das Date ist ein echter Reinfall. Gab's nichts anderes? Mich hat's auch nicht um. Es hat gute Kritiken. Moment mal eben. Das Leck ist wieder dicht. Halt den Schlauch. Geschafft. Richtige Kfz-Mechaniker hier. Ja. Hilf mir mal mit der Platte. Und flirty, flirty.
sehen echt schlimm aus. Wie er sie anguckt, ey. Kaputt. Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Und doch kommt es mir so vor wie gestern. Rachel, wir haben uns Raum gegeben und diese Pause. Ich meine, sieh dir unsere Karrieren an. Du, ein Field Officer für die CIA und, also, Kalis könnte den ganzen Krieg beeinflussen. Sollte es je funktionieren, klar. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalis beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Deine Arbeit ist wichtiger als wir. Wir hätten nicht wissen können, wie wichtig sie wirklich ist. Will ich, das ist die Frage, ne? Na komm, spuck's aus. Spuck's aus. Nach dem Unfall hatte ich meinen Tiefpunkt erreicht. Kam nicht klar, hat nicht funktioniert. Und als ich dich echt brauchte, Rachel, dich an meiner Seite brauchte, warst du weg. Kalis half mir aus diesem Loch. Willst du mir das jetzt echt anhängen? Nein, das will ich nicht. Und was willst du dann? Ich habe alles getan, um dich auf die Beine zu kriegen. Dein Selbstmitleid war stärker. Du hast zugelassen, dass es dich auffrisst. Du warst es, Aaron. Ben. Du hast dich abgegrenzt. Dankeschön, die Liebste. Gutes Date. Jo, hat Bock gemacht. Cool. Gerne wieder. Sieht so krass aus. Wir haben Strom. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Oh, geil. Da war ja was. Wir sind beide hier, ne? Ja. Oh, er hat Flügel. Wir machen dem nicht wirklich Schaden, ne? Nee. Sieht aus, als würde es abprallen. Glaubst du, wenn wir uns beißen lassen, werden wir zu einem Vampir? Wahrscheinlich. Wir müssen da durch. Das schafft er nicht. Der andere Weg ist sicherer. Hier lang. Oh. Ach, er lebt noch. Ja, diesmal lebt er noch. Das hatten wir noch nie, ne? Okay, zweimal drücken, nicht vergessen. Okay, ich hab's theoretisch geschafft. Ich auch. Oh nein. Okay, ich hab's. Ja, same. Ich schwitze, ne? Meine Finger sind. Ich schwitz. Ach so, luftanhaltmäßig, ja, verstehe. Ja. Bitte nicht nochmal, bitte nicht nochmal. Ich schaff das nicht noch ein drittes Mal. Alter, wir haben alle überlebt. Oh mein Gott. Boah, ich finde das so widerlich. Klick, 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 klick.
Mein Controller rutscht mir gleich aus der Hand. Hm. Oh, nein! Ja, jetzt. Ah, ja. In die Fresse. Krasse Fledermäuse, muss ich sagen. Hier, lebst du noch, oder? Aha, atmen. Du bist Rachel. Alter, wir haben alles überlebt. Ja, ist geil. Zu dritt. Ehre aller. Alter, meine Finger sind nass. Okay. So, wir haben noch Tonbänder, haben wir gerade als Meldung bekommen. Standort, aber man kann sich sicher einigermaßen verteidigen. Vielleicht standen sie unter Druck. Wir kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Dann kann ich mir das hier angucken. Ich gucke mir irgendwie diese Grube hier an. Da ist irgendwie so ein Kasten, aber ich glaube nicht, dass ich damit was machen kann. Das ist oder? Dieses Dynamit-Ding, wo du gesagt hast, dass ich nicht auf Pause drücken soll. Ah, so. Dankeschön, Tiny, für die 4 Monate. Dankeschön, dankeschön. Da hat man nur gesehen, dass es sabotiert wurde. Ja. Was ist das hier? Du hattest das schon gelesen, oder? Das Journal of... Das Tagebuch von Randolph. Das habe ich gelesen. Ja, genau. Hast du den Fluch von Akkad gelesen? Ja. Ja, ja. Ah, dann haben wir hier das Foto, von dem du gesprochen hast. Genau. Was ist denn diese Tonbandgeschichte? Das muss dann ja in einer anderen Ecke sein, ne? Ja, ich dachte, die wäre in dem... Die nee, Hoxen-Expedition. War glaube ich, hier hinten irgendwo. Ja, hier müsste es sein. Hier war auf jeden Fall auch noch irgendwo ein Zettel. Das weiß ich noch vom letzten Mal. Also als wir die Demo gespielt haben. Ah, da hinten. I'm coming. Ja, ich lese mal den Zettel. Mhm. Ich muss erst die Tasse zur Seite stellen. Wie witzig. So. 14. Oktober 1946. Lieber Randolph. Dir geht es hoffentlich gut. Unsere Reise zur Ausgrabungsstätte verzögert sich. Wir haben in Soran einige zurückgelassen, weil Pullman nur die Hälfte der benötigten Männer und Maultiere auftreiben konnte. Die Arbeiter weigerten sich, in die Berge zu gehen. Sie sind abergläubisch und haben Angst vor Dämonen. Sie lehnten sogar die 2 Dinare extra pro Kopf ab. Wir haben auch den 2. Generator und das Ersatzfunkgerät zurückgelassen. Wir sollten bis zum 18. bei dir sein. Hochachtungsvoll, Aline Journeau. Hm. Abergläubisch, ja, ja. Ich würde dann hier auf Ansehen drücken, dann geht's in der Story weiter. Ist das okay? Ihre Abfahrt. Ihre Abfahrt. Lass ich mir nur einmal sagen. Eric, sieh dir das an. Funktioniert das noch? Probieren wir es doch mal aus. Was für ein Bandsalat. Bandsalat. Geht schon, das kriege ich hin. Bandgulasch. Dieser Ring bedeutet dir wohl noch was. Du trägst deinen aber nicht. Ich trage ihn am Herzen. Ha. So vieles ist anders. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Na komm. Dankeschön, aber lieber. Ich will dich zurück, Rach. Dankeschön, dankeschön. Wir waren ein echt gutes Team. Ey, 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 ey. War klar. Was willst du von mir, Eric? Die Wahrheit wäre ganz nett. Wie bitte? Ich kenne dich besser, als du denkst. Das mit dem Feuerzeug war gelogen, und zwar nicht, weil du heimlich rauchst. Eric, bitte. Sag die Wahrheit. Bitte hör auf. Gib's zu. Du hast einen anderen, stimmt's? Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt.
Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln, für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Hat er sich erschossen? Nee, ich glaube, der wurde angegriffen und hat dann drauf geschossen. Und dann ist er wahrscheinlich gestorben oder so. Ja, also das gibt's ja schon ein bisschen länger. Ja. Ah, das. Scheiße. Ah, der Verrückte. Findest du weird irgendwie, dass er einfach so losballert? Der seilt sich ab und ballert einfach los. Ja, ist halt ein Fanatiker quasi, ne? Der sieht nichts anderes mehr, außer Blutrausch, weg mit den Amis. Die mache ich alle kalt. Verdammt, was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. Das ist Rachel! Kang, hier ist Mailman 2-1 Actual. Wiederholen, over. Kang, hier ist Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich, over. Hören wir nicht. Fuck! Lass mich hier. Lass mich hier lassen. Halt's Maul, Mervyn. Lass mich hier. Los! Ich halte sie auf! Fuck, Mervyn! Das sind keine Iraker! Egal, was sie sind! Ich krieg sie! Also, ich würde ihn sterben lassen wollen. Nee. Man lässt niemanden zurück. Wir lassen ihn hier. Oder wir sterben mit ihm. Das ist nicht dein Ernst! Los! Hau endlich ab! Zeig's den Kumpel. Das mache ich. Du bist ein übelster Sexist. Klingt scheißig. Du kannst nicht einfach nur jemanden töten, weil er ein Sexist ist. Ich kann das. Nein. Deswegen habe ich es gerade entschieden. Wieso hast du das entschieden? Weil ich glaube, ich der Oberbefehlshaber von uns beiden bin. Ich bin in der Rangliste höher, glaube ich. Aber der ist ja auch nur ein Klotz am Bein. Und jetzt hat das Viech erstmal was zu essen, das lässt uns in Ruhe. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Er ist einfach sinnlos gestorben. Naja, aber sonst wäre er sinnlos mitgerannt. Hä? Zu leben ist nicht sinnlos. Junge. Kann ja auch nichts einfach sein. Du machst Witze, das sieht uralt aus. Das oder nichts. Siehst du ihn? Ja, er kommt. Licht aus. Oh no. Schon wieder. Scheiße! Das ist okay. Sorry. Junge. Ich will wirklich nicht sterben. Rachel! Hab dich, Rachel! Ach, scheiße, ich glaube, das war das Todesurteil für jemanden von uns. Super. Gut gemacht, Kalle. Für jemanden von uns ist gut. Du meinst für mich? Warum hält die sich denn nicht fest? Ich hab dich festgehalten. Ich hab auch getroffen. Rachel, halt dich an was fest!
Ich sehe nichts. Zu dunkel. Komm schon. Fuck. Verdammt, Rachel, halt endlich still. Tut mir so leid, Rachel. Tut mir so leid. Alter. Alter. Ich mach's nicht. Aber wenn ich nicht drücke, dann passiert doch nichts. Erstmal. Ganz schön steil. Nee. Ich will nicht, dass Rachel stirbt. Oh Scheiße, ich hab das Maul bekommen. Nein. Rachel. Noch da? Ja. Oh, weia. Oh, lol. Oh, shit. Tot? Also du auf jeden Fall. Oder? Ein Pflaster. Dann geht das. In welchem Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Ein Leben erlosch. Ein weiteres verloren an die Dunkelheit. Ah, sie ist noch nicht unbedingt tot. Es scheint, als habe sich die Lage plötzlich verschlechtert. Meinen Sie nicht? Zumindest war Erics Ableben nicht unehrenhaft. Er starb, wie es ein Soldat tun sollte. Mit einem Pfeiler durch die Brust? Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder, aber mit einer dunklen Vergangenheit, die ihre Freundschaft auf die Probe stellt. Vergessen wir bitte nicht, dass Sie heute Nacht schon einen anderen Mann dem Tod geweiht haben. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Es ist unvermeidlich, dass manche Lichter flackern und erlöschen. Wie lange die übrigen weiterstrahlen, liegt nur an ihnen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Klar kriegt niemand mit. Nur 2000 Leute auf Twitch. Ja oder nein, ja oder nein, ja oder nein. Wie du möchtest, ist deine Entscheidung. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste.